So, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal der Undertaker. Ja, heute mal wieder Rush Royale Video am Start. Soll auch nicht allzu lang gehen. Wir sprechen kurz über die kürzlich vorgenommenen Änderungen im Spiel, wie ihr vielleicht schon dieses Wochenende mitbekommen habt. Aufnahmezeitpunkt ist Sonntag, 17.30 Uhr. Royal Trials habt ihr nicht spielen können dieses Wochenende. Auf diese Änderung gehen wir gleich ein. Ansonsten öffnen wir noch den Battle Pass bis zur letzten Stufe, da sind wir durch. Und haben, glaube ich, noch eine andere Kiste, wo eine Legendary drin sein kann. Und ja, das soll heute in dem Video passieren. Ja, am 12. März, vor 2 Tagen, gab es die Information, dass Royal Trials, das einzige Event, was es bisher gab, entfernt wird am 13., also diesen Samstag. Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, habt ihr kein Royal Trials spielen können. Ja, also die haben Entscheidung getroffen, nachdem sie die Stats des Events sich angeschaut haben und natürlich aufs Feedback gehört haben, und sie werden sich darauf fokussieren, dass sie den Modus verbessern und hoffen, dass wir bis dahin viel Spaß in anderen Game Modes haben. Heißt kurz und knapp, Royal Trials wird überarbeitet, in welcher Form auch immer. Wir werden jetzt erstmal 2 Wochen mindestens kein Royal Trials haben. Hier steht nämlich, dass es in 12 Tagen und 7 Stunden wieder startet. Sprich, erstmal für 2 Wochen rausgenommen. Müssen wir gucken, ob es dabei bleibt, ob es länger dauert oder auch nicht. Ja, ich sag mal so, letzte Woche habe ich auch nicht durchgezogen. 20 Siege war mir mit der jetzigen Meta irgendwie nicht geglückt, 20 Siege zu schaffen. Habe auch nicht so viel Zeit rein investiert. Müssen wir gucken, was wir da überarbeiten. Ansonsten natürlich warten wir immerhin alle noch auf Koop mit Freunden unbedingt, Clans müssen kommen. Hoffen wir, dass das nicht mehr allzu lange dauert. Ja, das war jetzt erstmal die aktuelle Situation mit Rush Royale Infos, die es jetzt gab. Ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch ein paar Packs aufzumachen heute auf entspannt. Ich bin auch gerade auf 6125 Trophäen erst, wir haben noch 2 Tage Zeit. Mal gucken, ob ich diesmal die 7000 noch schaffe, ich hoffe es. Muss ich mich ein bisschen fokussen. Die WWE Supercard Zuschauer, die wissen Bescheid. Da ist zurzeit wieder ein bisschen mehr Aktivität gewesen, deswegen ja, Rush Royale mal ein paar Tage hinten angestellt. Aber das wollen wir natürlich wieder ändern. Celot, Thunderer 6, sehr schön. Und wir kriegen, oh, die letzte Legendary, die uns gefehlt hat noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nice. Der Trapper, der auch mit dem letzten Update besser gemacht wurde, den kriegen wir jetzt hier noch. Sehr schön. Besser kann es eigentlich nicht laufen. Eigentlich Video jetzt schon vorbei. Alles bekommen, was wir wollten. Trapper ist am Start. Gucken wir uns kurz an. Eieiei. Monster Slowing Need. The Random Point. Mega nice. Finde ich richtig gut. Hat mir noch gefehlt. Ansonsten habe ich jetzt alle Karten gefunden, die es momentan zu finden gibt. Ihr seht es hier, Found 45 von 45. Und ja, sehr schön. Dann werden wir uns mal den Battle Pass angucken. Da haben wir alle Stufen voll und können auch noch eine Legendary auf jeden Fall unten abholen. Mal gucken, was es da so gibt. Hier gibt es auf jeden Fall erstmal Gold. Gold ist sehr wichtig, bin ich momentan sehr knapp mit. No, Kessel, Sentry und Jäger, 490 Gold wieder. Thunderer, damit können wir den upgraden sogar, sehr stark. Jetzt gönnen wir hier 3, 2, 1, let's go. Ah, schade, nichts Gutes drin. Und hier, 3, 2, 1, let's go. Hätte eine 4 stehen müssen, glaube ich. Chemiker, sehr gut. Nehmen wir mit. 30 mal den Chemiker, sehr, sehr nice. Ah, Schleifstein. Hauptsache das Gold hierher, das brauchen wir. 20 Bombardier, auch nicht schlecht. Ah, war eher schlecht, die Kiste. Thunderer schon wieder 4 Stück. Sehr, sehr gut. Jetzt gibt es hier noch Schönes. Nochmal den Kessel.
30 Kristalle sind auch immer gut für Emotes kaufen oder Tokenverdoppler, was ihr auch immer damit gerne macht. Nochmal der Kessel. Chemiker. Sentry. Nichts Spannendes, nochmal Gold. 20 mal Bombardier schon wieder. Stufe 100 bringt uns den Portalmagier, den Ingenieur und den Chemiker und 300 Gold. Ist okay. 900 Gold. Schon wieder den Bombardier, sehr gut. Und jetzt die letzten beiden Kisten. Mal gucken, was da Schönes drin ist. Gönn jetzt was Gutes. Boreos. Sehr gut. Und, wen gibt's noch Schönes? Meteor, können wir upgraden. Bringt, glaube ich, nur nicht so viel. Lul. Oh, wir haben noch zwei Bonuskisten, sehe ich gerade. Die können wir natürlich auch noch abholen. Müsste eine 4 stehen, damit es sehr gut ist. Aber in der letzten Season, glaube ich, 15 Kisten gehabt. War nicht wirklich was drin. Chemiker nochmal. Sehr schön. 17.000 Gold wieder. Na Mensch, das hat sich doch halbwegs gelohnt, würde ich sagen. Wir können upgraden den Thunderer. 20.000, da sparen wir natürlich noch. Und dann kriegt er nochmal ein bisschen Damage dazu. Sehr nice. Ansonsten, ja, bei den Legendaries ist es halt natürlich immer so. Ja gut, 60, 10 Damage mehr. Macht natürlich bei der vielleicht noch ein bisschen was aus, aber hier bei Karten wie Samona natürlich fast gar nichts mehr. Oder Harlekin. Die braucht man nicht unbedingt in der höheren Stufe, ne? Aber wir nehmen es natürlich mit, wenn wir es kriegen sollten. Ja, wie gesagt, damit wäre Battle Pass Global Warming beendet. Wir haben noch 2 Tage und 7 Stunden Zeit, um vielleicht hier noch was an den Trophäen zu machen. Wäre natürlich nice, wenn wir es wieder schaffen, auf Legende zu gehen. Auf 7000 Trophäen wie in der letzten Season. Aber mal gucken. Ansonsten schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass Trials deaktiviert wurde. Ob ihr den Modus gefeiert habt oder nicht. Und was ihr daran ändern würdet gerne. Ansonsten bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und haut rein und ciao, ciao.